Denn der Bus ist gepackt, fertig zum Campen. Hier mit dem Kistchen Holz, hier ist er auch dabei. Das Hündchen hat sich auch schon zur Kugel gemacht. Da hinten sieht man den Campingschrank. Ich zeige euch das dann später nochmal ganz genau. Hier mit der schönen Campingküche, wo man tatsächlich schön kochen kann und sogar einen kleinen Kühlschrank hat. Genug geredet, los geht's auf den Feuerstein. Das Wochenende ist da, wir haben bestes Wetter und ich habe Urlaub ein paar Tage. Das heißt, der Sonntag für den Blogbeitrag naht und ich dachte mir, ich habe überhaupt nichts, woraus man einen Beitrag stricken könnte. Zumal ich jetzt auch unterwegs bin, hoch auf den Feuerstein zum Flugplatz, weil ich da fliege. Das Fliegen ist ein Hobby von mir, beziehungsweise ich mache gerade die Ausbildung für die Motorfluglizenz. So ein Kindheitstraum von mir und ich bin jetzt einfach mal für 2 Tage weg. Nicht nur zum Fliegen, das ist eigentlich nur temporär, sondern einfach ein bisschen, um über Ziele nachzudenken. Und ja, da sind wir eigentlich schon wieder beim Thema, weil ich mir dachte, ha, nimmst du die Kamera doch mal mit? Vielleicht kann man da ein bisschen was erzählen drüber. Ziele rausfinden für sich persönlich, aber auch für die Firma, fürs Geschäft. Und genau diese Art von Transparenz leben wir ja bei Burger, dass wir nicht nur sagen, so sind wir im Geschäft perfekt durchgestylt vor den Kulissen, sondern wir zeigen uns eben auch hinter den Kulissen, ein bisschen privat, was zeigt jeder Einzelne so privat, natürlich nur wer das möchte. Oder auch, wie verknüpfen wir Privates mit Geschäftlichen, um einfach ein bisschen diesen Ausgleich und diese Balance zu schaffen, die ganz, ganz wichtig ist in unserem Job. Ja, und das wird ein Blogbeitrag werden. Noch ein bisschen off-topic. Ja, ich war beim Friseur und übrigens beim Don Giuseppe, beim Barbershop in der Gustavstraße. Hier ein bisschen Werbung an der Stelle. Ich grüße den Don natürlich, der unsere Vlogs auch fleißig schaut und da ganz begeistert ist. Fand ich cool, haben wir uns heute darüber unterhalten. An der Stelle, wer mal einen ordentlichen Bartschnitt braucht oder eine gescheite Frisur, der kann natürlich sehr gerne zum Don gehen. Wir schlängeln uns die letzten Meter den Berg hinauf. Wir sind fast da. Dann wird erstmal aufgebaut, Kaffee getrunken und um den Flugplatz gejoggt. Das Auto steht, hier werde ich nächtigen, und man sieht es gar nicht, weil hinten da die Küche noch ist. Man könnte eigentlich auch oben schlafen, aber da ich alleine hier bin, schläft er wieder. Aber ich habe mehr Platz zum Spielen. Das Hündchen vergnügt sich da hinten. Für die ist das natürlich ein Traum hier, weil die springt durch die Gegend, kann ohne Leine machen und tun, was sie will und ist einfach nur glücklich. Ich habe mir jetzt vorgenommen, heute und morgen einfach mal über Ziele nachzudenken und wie schon gesagt, Ziele auch zu definieren, weil ich glaube, man ist einfach nicht nur erfolgreicher, sondern auch zufriedener, wenn man Ziele hat, egal ob privat oder geschäftlich, und wenn man diese Ziele auch verfolgt, wenn man quasi in einer größeren Sache dient. Das ist, glaube ich, extrem motivierend und auch wichtig, dass man langfristig Erfolg hat. Ich habe von meinem guten Freund, vom lieben Dirk, einen Buchtipp bekommen und er hat mir das auch gleich ausgeliehen, und zwar heißt das Das unendliche Spiel, ich zeige das mal ganz kurz, von Simon Sinek, und da geht es um unendliche Ziele und darum, dass quasi vor dem Spiel, nach dem Spiel ist. Lass mich von dem Buch inspirieren, ich habe mich da jetzt schon etliche Seiten eingelesen, bei einer guten Tasse Kaffee lasse ich mich einfach ein bisschen inspirieren und der Blick hier ist gigantisch, muss ich sagen. Ich zeige euch mal, was hier alles so rumsteht. Und
dass es extrem wichtig ist, immer wieder neue Ziele auch zu haben und für sich zu definieren, habe ich zum ersten Mal ehrlich gesagt gemerkt, als wir unsere Trauerhalle in der Schwabacher Straße fertig gebaut hatten. Und als es dann angelaufen ist, die wurde sehr gut angenommen und das Ganze lief dann an. Eine eigene Trauerhalle zu haben, das war nämlich immer ein Ziel von mir, das war mein Traum, wo ich mir gedacht habe, also das, wenn ich geschafft habe, dann passt es. Das war quasi ein endliches Ziel und das haben wir dann auch geschafft. Und danach habe ich gemerkt, ups, und jetzt? Was machen wir jetzt? Jetzt passt wohl alles. Könnte man alles so lassen, wie es ist. Das widerspricht aber irgendwie unserer Natur. Ich muss jetzt kurz zeigen, da hinten flippt das Hündchen völlig aus. Die killt den Ikea-Affen. Ah ne, das ist nicht der Ikea-Affe. Ist egal. Auf jeden Fall entspricht das einfach nicht unserer Natur. Und man kommt, glaube ich, immer wieder an den Punkt, wo man sagt, okay, was sind denn jetzt die Ziele? Was könnte man denn jetzt machen? Da geht mir gerade ganz, ganz viel durch den Kopf, weil ich merke, es kann einen auch blockieren, wenn man Probleme löst, wenn man kleine Probleme lösen muss, wenn man da hängen bleibt, wenn man sich da zu arg reindenkt, wenn man sich da vielleicht auch Sorgen macht, dann hat man plötzlich seinen Blick nicht auf das große Bild, auf das Bigger Picture gerichtet. Und deswegen ist es gut, wenn man sich manchmal ein bisschen fokussiert, wie ich das jetzt gerade mache. Ich werde jetzt hier natürlich nicht die Ziele ausplaudern, die wir so haben, aber ich finde es ein sehr spannendes Thema, auch als Firma zu sagen, okay, wir haben als Firma gemeinsam ein Ziel, man kann es auch Vision nennen, wo alle am gleichen Strang ziehen, wo jeder weiß, wofür er es macht. Also ganz egal, ob das jetzt jemand ist, der bei uns jetzt Trauergespräche macht und berät oder ob jemand auf den Friedhöfen unterwegs ist oder auf den Standesämtern die Beurkundungen durchführt, ganz egal. Also jeder, der bei Burger arbeitet, arbeitet quasi für eine Vision, dass wir gemeinsam diese Vision erreichen. Das finde ich spannend, vor allem auch, weil es unabhängig von der Person ist. Später schauen wir dann nochmal vor zu den Flugzeugen. Fliegen werde ich heute nicht, weil da braucht man tatsächlich den ganzen Kopf frei zum Fliegen, beziehungsweise der Kopf ist daran voll, weil man sich voll darauf konzentrieren muss, logischerweise. Und das möchte ich heute nicht machen, weil ich möchte den Kopf heute voll mit Zielen haben. Aber wir schauen mal, wer da so rumfliegt. Da hinten steht nämlich so ein Oldtimer, so ein Schulterdecker. Schauen wir dann gleich mal hin. Fleißig betankt. Das ist die Remo, mit der geschleppt wird. Die Segelflugzeuge werden hier den ganzen Tag hochgeschleppt. Jetzt schaue ich mal, ob im Büro hier jemand da ist und macht tatsächlich für morgen eine Flugstunde aus. Gucken wir mal. Niemand da, scheint niemand da zu sein. Okay, dann schauen wir runter. Muss ich später noch anrufen. Das Büro scheint nicht besetzt zu sein, macht aber nichts. Jetzt joggen wir erstmal ein bisschen um den Platz hier. Und ja, mir fiel sogar noch ein Ziel ein. Das ist allerdings kein unendliches Ziel, sondern ein sehr direktes Ziel. Weil wir im Landkreis wahrscheinlich die Möglichkeit haben, eine neue Location unser eigen zu nennen. Und nicht nur als Büro, sondern tatsächlich etwas größer. Ist schon sehr groß. Gibt es verschiedene Ideen, was wir da noch mit reinmachen. So ein kleines Café zum Beispiel. Das ist aber alles noch sehr, sehr vage. Aber das ist ein schönes Ziel. Ich glaube, wir werden das machen. Wir haben das vor 2 Wochen uns mal angeschaut. Oder waren es 3 Wochen? Ich weiß es nicht mehr. Ich zeige euch mal, wie es da aussieht. Ich gehe hier an einem Ort, ich verrate nicht wo, wobei man wird das gleich sehen. Ich mache das mal nur so. Ich stehe an einem Ort, an einem Haus, wo wir gerade tatsächlich ein bisschen überlegen, ob wir da mit Bestattung in Burger reingehen, ob wir da mit der Firma reingehen. Ich darf echt nicht so viel verraten. Ich glaube, man erkennt es sogar. Die Lage ist Bombe. Es ist richtig viel Platz. Das sind über 250 Quadratmeter. Ich mach das mal so. 10 Parkplätze vorm Haus. Friedhofsnähe. Das sind eigentlich nur Pros. Contra. Der Mietpreis natürlich. Relativ hoch. Wir haben jetzt Termin mit der Besitzerin und schauen uns das mal an. Denken uns da ein bisschen rein, ob wir da Büroräumlichkeiten reinmachen können, ob wir Ausstellungen reinmachen oder ob wir da vielleicht Schulungsräume reinbauen.
Das wäre natürlich auch sehr cool. Oder beides zusammen. Naja, sehr spannend. Ja, ich sag's euch, das sieht sehr, sehr cool und spannend aus. Vor allem die Idee, da irgendwie noch ein kleines Bistro oder Café mit reinzumachen, ist sehr reizvoll. Klingt zwar wahnsinnig, so in Corona-Zeiten, weil gerade diese Branche ja sehr gebeutelt ist, aber in Verbindung mit dem, was wir vorhaben, glaube ich, dass das funktioniert. Wie auch immer, Wetter ganz toll, Laila auch mit am Start, auf geht's! Hier sind wir angekommen an der Startbahn. Die ist 970 Meter lang und 15 Meter breit. Das klingt sehr lang und sehr breit. Aber ich sage euch eins, wenn man oben in so einem kleinen Flugzeug sitzt und drauf zusteuert, kann die verdammt schmal sein und man denkt, sie ist kurz. So, Ende für heute. Ziel erreicht. Einmal um den Flugplatz rum. Nee, Quatsch, so weit war es nicht. So, jetzt wird geduscht, gekocht, Bierchen getrunken und dann gemütlich Lagerfeuer. Guten Morgen, guten Morgen. Der Tag heute ist genauso schön wie gestern. Eine Mischung zwischen Sonne, Wolken und ein bisschen Wind. Aber mit einem Pullover und einem guten Kaffee geht das sehr gut. Fliegen werde ich nicht mehr können, es war kein Termin frei. Aber ganz ehrlich, es geht weder gestern noch heute um Fliegen, sondern es geht darum, dass man einfach mal den Kopf ein bisschen frei bekommt, die Gedanken sortieren kann, vor allem auch fokussieren kann, wie auch immer. Ein paar Bilder vom Fliegen möchte ich euch nicht vorenthalten. Wir waren vor ein paar Tagen fliegen. Schaut es euch an. Viel Spaß dabei und bis zum nächsten Mal. Ich bin ganz, was ich sage, Junge. Meine Körper sind die Kinder, 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 die K